Hier möchte ich euch zeigen, was ihr als Alpha-Klon mit einer Karakal bewerkstelligen könnt, wie ihr sie fitten könnt, welche Skills ihr benötigt und, und. Fangen wir mal mit den Skills an. Um die Karakal, also das Schiff, grundsätzlich fliegen zu können, benötigt ihr Kaldari Kusa 1. Kaldari Kusa 1. Was bedeutet, dass ihr vorher noch Kaldari Frigate und Kaldari Destroyer auf 3 skillen müsst, um zum Cruiser zu kommen, würde ich so schätzen, ungefähr nicht spezialisiert, 3 bis 4 Tage Skilltime. Den solltet ihr, wenn möglich, um das Schiff vernünftig zu fliegen, solltet ihr den auf 4 skillen, was ja als Alpha das Maximum ist. Und dann habt ihr dann gutes Schiff, womit ihr eine ganze Menge machen könnt. Was könnt ihr damit machen? Level 1 bis Level 2 Mission könnt ihr auf jeden Fall fliegen. Da wo das Schiff zugelassen ist. Die Level 3 Missionen solltet ihr, würde ich sagen, zu 95% auch alle fliegen können. Es gibt so ein paar kleinere Missionen, wo ihr vielleicht auf Probleme stoßen könntet, wenn ihr das mit dem Kreuzer, also allgemein mit dem Kreuzer, das hat weniger mit der Karakal zu tun, sondern mehr mit dem Kreuzer. Wo ihr jetzt schon auf Probleme stoßen könntet. Aber im Groben und Ganzen könnte man sagen, Level 1 bis Level 3 Missionen könnt ihr damit fliegen. Ein bisschen Dead Space Sites Tier 1 und Tier 2 sind kein Problem. Tier 3 ist bei dem richtigen Fitting und bei der richtigen Zeit grundsätzlich möglich. Da müsst ihr ja schon ein bisschen aufpassen. Um das Schiff vernünftig und gut gefüttert fliegen zu können, also mit Tech 2 Modulen, nimmt euch ungefähr, ich sage mal, 3 Wochen Skilltime Zeit. Liegt einfach daran, wenn ihr zum Beispiel, wie jetzt hier bei meiner Karakal, die Adaptive Invulnerability Fields 2 haben wollt, braucht ihr den Skill Tactical Shield Manipulation auf 4. Das sind halt schon mal ein paar Skill Points, die da ins Land gehen. Dann für die Shield Extender benötigt ihr auch nochmal Shield Upgrades auf 4. Das sind auch nochmal ein paar Skill Points, die benötigt werden. Falls ihr zum Beispiel wie hier Rapid Light Missile oder überhaupt Light Missile oder überhaupt Tech 2 Raketen Launcher oder Missile Launcher nutzen wollt, da geht halt richtig viel Zeit ins Land bei den Weapon Upgrades und auch bei, was ihr manchmal bei vielen Sachen benötigt, Energy Grid Upgrades auch auf Level 4, da gehen halt auch nochmal einige Tage ins Land, bevor ihr das durchgeskillt habt. Wenn ihr allerdings mit ein bisschen Einschränkungen in Richtung Tank, ein bisschen Einschränkungen in Richtung DPS leben könnt, könnt ihr auch, ich sie gerne nenne, eine Newbie Karakal fliegen. Die ist recht günstig und bietet auch einen gewissen Spaßfaktor. Wenn ihr da zum Beispiel, zack, die Tech 2 könnt ihr ja nicht reinnehmen. Aber wenn ihr zum Beispiel die ganz normalen Nova Light Missiles nutzen wollt, seid ihr immer noch bei 233 DPS. Mit Nachladezeiten bei 150 dps und könnt aber zum Beispiel, also habt ihr im Endeffekt Meta 4 Raketenlauncher, Missile Launcher, dann habt ihr hier die Tech, ich weiß gar nicht, was das ist, Meta Level 2 Invulnerable Field, habt ihr dort, dann habt ihr hier die Meta 4, glaube ich, sind das. Ne, Meta 1. Shield Extender. Und auch den Micro Warp Dive, den ihr sowieso als Tech 2 gar nicht, als Alpha nicht fliegen könnt. Ballistic Control Systems 2. Warum hier keine Meta? Weil die Meta davon extrem teuer ist. Also wirklich extrem teuer. Meta könnt ihr grundsätzlich einbauen, das boostet vor allen Dingen euren Schaden natürlich nochmal extrem. Allerdings, wie gesagt, also die kosten halt das Stück im durchschnittlichen Year of Hack bei ungefähr 6 Millionen das Stück.
Vegeta, glaube ich, ist es nochmal ein bisschen weniger, bringt euch aber auch mal echt übersichtlich mehr DPS. So, wir waren jetzt bei 248. Packen wir die rein, sind wir bei 239. Muss jeder für sich entscheiden, ob es ihm das wert ist oder nicht. Genau, also wie gesagt, das ist so eine Newbie-Variante, wie man locker fliegen kann. Was man noch damit gut machen kann, ist Anomalienfarm. Die im Highsec könnt ihr allesamt anfliegen, gar kein Problem. Im Lowsec, Nullsec könnt ihr, glaube ich, die 5 von 10, eventuell die 6 von 10 mit ein bisschen Glück, also mit einem Cap-Stable-Fitting und auf Orbiting könnt ihr da wahrscheinlich auch sogar eine 6 von 10er Zeit fliegen. Ist allerdings mit viel Aktivität eurerseits verbunden. Das Fitting, was ich ganz gerne immer mit dem Schiff fliege, ist das. Was es in vielen verschiedenen Variationen, also Fitting-technisch gibt es hier viele verschiedene Variationen. Auf drei Fittings gehe ich ein in dem Video, sage aber auch noch ein bisschen was zu anderen Fittings. Das Fitting, was ich in den meisten Fällen nutze, ist ein Fitting, was auf Rapid Light Missile Launcher basiert. Die haben einen sehr hohen Damage Spike, solange sie nicht nachladen. Also man sieht hier im Endeffekt hier, dass ihr 360 DPS mit den Dingern fahrt. Allerdings, sobald ihr in die Nachladezeit reinkommt oder in den Nachladezyklus reinkommt, geht die DPS massiv runter. Das kommt einfach aus dem Punkt, dass die 20 Raketen, die hier drin geladen sind, extrem schnell rausgeschossen werden. Und dann allerdings 35 Sekunden benötigen, um nachzuladen. Und das ist natürlich für die DPS ein absoluter Killer. Genau, auf den, also allgemein ist es ein Shield Buffer, ein Passiv-Fitting, was zwei Vorteile bringt. Erstens habt ihr einen relativ hohen Shield Tank, also was die Hitpoints angeht, und auch was die passive Shield, die passive Shield Recharge Rate angeht, habt ihr einen sehr hohen Tank. Allerdings mit dem Nachteil, dass ihr schon so standardmäßig einen sehr hohen Signaturradius habt. Das heißt, ihr werdet so gut wie nicht verfehlt. Und wenn ihr von Raketen getroffen werdet, haben die so gut wie gar keine Schadenseinbußen, weil die ihren Schaden über eure komplette Fläche verteilen können. Deswegen in den Mid-Slots habe ich drin die Shield Extender zwei Stück, zwei große. Für die Resistance habe ich hier in dem Falle die Adaptive Fields mit drin, zwei Stück, die im Endeffekt Resistenzen über alle Resistenzen hinweg bieten. Das kann man noch ein bisschen anpassen, indem man hier spezialisierte Module reinpackt. Also kommt immer darauf an, gegen was ihr fliegt oder in welchen Dead Space Sites ihr fliegt. Das müsst ihr mal gucken. In den Rigs haben wir auch die Field Extender drin, die nichts anderes machen, als den Buffer zu erhöhen. Dann benötigen wir in den Low Slots Ballistic Control Systems, um den Schaden zu erhöhen. Und wir benötigen auch, was ihr hier seht, um den Power Grid zu erhöhen, benötigen wir ein Power Diagnostic System. Was aber den angenehmen Vorteil hat, dass es euch gleichzeitig eure Shield Recharge Rate und auch euren Tank erhöht. Genau. Das Fitting kann man tatsächlich noch ganz locker und einfach adaptieren, indem ihr hier ein Afterburner einbaut anstatt des Mega Warp Drives. Da baut ihr im besten Falle den Monopropellant ein, weil der euer Fitting grundsätzlich Cap Stable macht. Das heißt, ihr könnt alle Resistance-Module und den
Afterburner laufen lassen und seid Cap Stable. Damit habt ihr einen hohen Speed Tank, eine hohe Rate und auch einen guten Buffer. Alles, was das Herz begehrt. Das Problem an dem Fitting ist, wenn ihr zum Beispiel in ein bisschen Dead Space Side reinkommt, wo ihr auf 60 Kilometer ein Schlachtschiff entfernt habt, ist dieses Fitting so sehr suboptimal, weil eure Raketen haben eine maximale Flight Range von 30 Kilometern. Das heißt, ihr müsst ungefähr 30 Kilometer aufhören. Die Dead Space Schlachtschiffe sind meistens recht schnell. Das heißt, ihr holt nur sehr langsam auf, weil die sich auch von euch entfernen. Deswegen bin ich nicht so ein großer Fan von diesem Fitting, sondern nutze hier lieber das Fitting mit dem Microwarp Drive. Das Microwarp Drive hat allerdings beim Handling einen kleinen Haken. Ich empfehle euch, wenn ihr die Resistance Fields anhabt, nicht den Microwarp Drive anzuschmeißen, weil dann seid ihr Cap Stable und könnt halt einfach mal so durch die Gegend fliegen, habt keinen wirklich guten Speed Tank, aber habt ihr an sich einen relativ großen Buffer, das geht in den meisten Fällen. Und wenn ihr mal ein wenig Distanz überbrücken müsst, wie zum Beispiel das Schlachtschiff, was auf 60 Kilometer spawnt, dann macht ihr mal ganz kurz den Microwarp Drive ein. Den solltet ihr wirklich nur so lange anhaben, bis ihr die Distanz erreicht habt, die ihr wünscht, weil euer Signaturradius auf 1200 anwächst, sobald ihr das Ding anhabt. Das bedeutet am Ende des Tages, es gibt eigentlich kein Schiff, was euch verfehlt. Die Raketen verteilen den kompletten Schaden auf euch. Das ist sehr, sehr suboptimal, das ganze Ding. Wenn ihr aber zum Beispiel in Dead Space, in Busy Dead Space eine Site komplett gecleared habt, könnt ihr zum Beispiel auch diese Resistance Fields ausmachen und zu den einzelnen Containern fliegen, die ja dann noch so drumherum gespawnt sind. Dann habt ihr halt 2 Minuten Cap, um das ganze Ding hier, um die jeweiligen Distanzen zu überbrücken. Also sehr charmant. Wenn euch das Fitting zu langweilig ist, weil ihr nicht wirklich viel benutzen oder weil ihr nicht wirklich viel machen könnt, kann man auch ein Aktiv Tank nutzen. Der sieht dann wie folgt aus. Der ist auch Cap Stable. Ihr habt einen guten Speed Tank. Ihr habt einen aktiven Shield Booster und habt allerdings so gut wie gar keinen Buffer. Das heißt, wenn ihr 4 Schaden mit einmal reinbekommt und den nicht über den aktiven Shield Booster irgendwie wegtanken könnt, kommt ihr sehr schnell in Richtung Struktur oder in Richtung Armor. Das, wie gesagt, das muss man für sich entscheiden. Das Charmante an dem Fitting ist, dass ihr guten Schaden, also nochmal ein Stück weit mehr Schaden raushaut, weil ihr 4 Ballistic Control Systeme nutzen könnt. Hier ist es so, dass in den Rigs zusätzlich zu den Medium Cap Batteries, die benötigt werden, um das Ding Cap Stable zu machen, noch 2 Capacitor Control Units benutzt werden und ein Auxiliary Thruster, der nichts anderes macht als den Speed nochmal zu erhöhen. Also nochmal so einen Boost von 50 Meter die Sekunde, die ihr euch zur Verfügung stellt, um eben Distanzen noch doch mal ein kleines bisschen mehr oder ein kleines bisschen schneller zu überbrücken. Also das Fitting geht halt auch. Hier könnt ihr vom Prinzip auch die ganze Zeit fliegen, wie ihr wollt. Ihr könnt sogar alles anschalten. Habt im Endeffekt die ganze Zeit den Shield Booster am Laufen. Das geht ganz gut. Was geht noch? Es geht vom Prinzip noch, dass ihr... Jetzt muss ich mal kurz schauen. Die Heavy Assault Missiles fittet. Das geht auch.
Bin ich ganz ehrlich gesagt aber kein großer Fan von, weil ihr auf jeden Fall ein Stasis-Verifier benötigt. Warum? Weil wenn ihr mit Heavy Assault Missiles auf Fregatten schießt, bekommt ihr von den guten Damage-Werten, die ihr eigentlich habt, wenn man das fittet, so gut wie gar keinen Schaden durch. So, jetzt müssen wir hier allerdings ein paar Anpassungen machen. Und zwar benötigen wir als erstes ein Reactor Control Unit. Und als zweites, wie gesagt, brauchen wir auf jeden Fall einen Stasis Verifier, der die Fregatten, die dann um euch rumwuseln, dementsprechend ausbremst. Ich denke mal, den müssen wir ja auch mal austauschen, das Ding auch so fliegen zu können. Wo haben wir den hier rein? Ne, 100, 100 ist sowieso zu viel. Genau, packen wir den mal rein. Und schon sind wir sind nicht ganz cap stable. Das Fitting, so wie es ist, kann 11 Minuten laufen. Ihr habt auch zum Beispiel den Stasis Verifier ja nicht die ganze Zeit an. Von daher würde das sogar für eine Abyssal Dead Space Zeit locker funktionieren. Ihr habt einen Passiv-Tank, der nicht ganz so viel, der zwar gute Hitpoints hat, allerdings nicht so gute Resistenzen. Und ihr drückt einen theoretisch sehr guten Schaden aus. Und zwar seid ihr bei 380 DPS, was nochmal mehr ist als mit dem Rapid Light Missiles. Und auch durch die Shield oder durch die Nachladerate wird das nicht droppt diese DPS nicht extrem. Also ihr habt einen kontinuierlichen, guten, starken Schaden. Mit dem Nachteil, dass ihr wirklich nah ran müsst. 16 Kilometer Flight Range ist Maximum, ist das absolute Maximum. Also auch da wieder, das Schlachtschiff hat auf 60 Kilometer spawnt. Da müsst ihr erstmal rankommen, weil ihr ja eben auch nur einen Afterburner habt. Und mit 620 da an das Ding ranzufliegen, das macht keinen Spaß. Ihr habt auch keine aktive Komponente zum Tanken. Also das könnte ein Problem darstellen. Und wenn Fregatten um euch rumwuseln, müsst ihr die Dinger vorher auf jeden Fall erstmal mit dem Stasis Verifier ausbremsen. Dann könnt ihr da drauf schießen. Ansonsten geht von eurem Schaden viel ins Nirvana. Weil die Raketen, also gerade die Rage, haben halt einen extrem hohen Explosionsradius. Also wirklich extrem hohen Explosionsradius. Um es noch komplett zu machen, man kann das Schiff auch mit Heavy Missiles fliegen. Ich halte von dem Fitting rein gar nichts. Man bekommt es Cap Stable, man bekommt es als Passiv-Tank Cap Stable. Aber es ist, was die DPS angeht, nur knapp über den Rapid Light Missiles mit Nachladezeit. Es bietet eine höhere Reichweite von 45 Kilometer. Aber es ist halt, also da müsstet ihr mehr kiten, als dass ihr da aktiv ins Gefecht euch reinwerft, sondern da kitet ihr mehr. Da versucht ihr die dann wirklich auf diese Maximalrange von 40 bis 45 Kilometer zu halten, was mit einem Afterburner-Fitting zum Beispiel auch nicht ganz so leicht ist. Also mit Fregatten, die holen euch halt locker ein. Deswegen, Heavy Missiles würde ich euch definitiv nicht empfehlen. Genau. So, das wäre es zu den Fittings. Ich packe auch noch zwei Videos ran, wo ich die T1 und T2 ein bisschen Dead Space Sites fliege. Sollte euch jetzt noch irgendwas gefehlt haben, gebt mir Bescheid. Dann kann ich das dementsprechend entweder in den Kommentaren ergänzen oder nochmal ein Ergänzungsvideo kurz hinterher schicken.
Ja, ansonsten wünsche ich euch mit den beiden Gameplay-Videos für die Abyssal Dead Space Sites viel Spaß. Und man hört sich hoffentlich in Zukunft. Danke dafür.